Ja, hallo Taschenmesserfreundin, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute das Vergnügen, mir das neue Victorinox Deluxe Tinker Limited Edition 2018 etwas genauer anschauen zu können. Kommt wie die vorherigen Modelle immer in dieser schönen Präsentationsbox. Nehmen wir mal kurz raus das Messer. Das sitzt hier auf so einem schönen, ne, Halterung. Darunter haben wir, okay, das Zertifikat. Was haben wir hier schön? Weltweit gibt es von dieser Damask Limited Edition 2018 nur 6.000 Exemplare. Sie besitzen eins davon. Herzlichen Glückwunsch. In diesem Jahr wird die Damask Limited Edition auf der Basis des Deluxe Tinkers lanciert. Die große Klinge aus widerstandsfähigem Damaststahlsleder DS93X und 333 Lagen ist ein Unikat. Entschuldigung. Bestücht durch die einzigartige Wirkung Zwetschgen Baumholzschalen mit eingelegtem Stahl Cross and Shield unterstreichen das elegante Design. Ah, wunderbar. Wir haben also diesmal Pflaumenholz Griffschalen. Sehr schön. Und so sieht, mal gucken, was wir eingefangen kriegen, der Damast aus. Sehr aufregendes Muster. Mal die Rückseite anschauen. Sehr schön. Die Holzschalen sind angenehm in einem rötlichen Braunton. Und hier schön massiv eingelassen. Das Stahlschild. Wunderbar. Sonst natürlich die typischen Werkzeuge. Wir haben noch eine kleine Klinge. Die ist aus normal. Das wäre natürlich die Krönung, die auch aus Damast zu machen. Wir haben die Schere. Also das ist auch mal ein richtig praktisches Multitool. Wir haben die praktische Zange. Also wer da cool genug drauf ist und dieses Teil im Alltag verwendet, hat natürlich nicht nur ein praktisches, sondern natürlich auch ein wunderschön aussehendes Multitool dabei. Die beiden üblichen verdächtigen Dosenöffner, Flaschenöffner mit großem und kleinen Schraubendreher. Rückseite haben wir die gute und scharfe Nähstechbohrale. Den hier Universalhaken und den Kreuzschlitzschraubendreher. Und hier haben wir auch gemarkt dann eben die Modellseriennummer sowie das Jahr 2018. Sehr schöne Holzgriffschalen mit einer, sage ich mal, dezenten Maserung, aber einen schönen rötlichen braunen Holzton. Aber das Highlight natürlich bei diesen Damast-Jahresmesser ist natürlich da immer wieder die wunderschöne Klinge, die ja äußerst scharf und widerstandsfähig sind. Und wer sich dazu überwinden kann, das Teil als EDC zu führen und im Alltag zu verwenden, bekommt da natürlich ein ausgesprochenes, sehr gute Klinge und ausgesprochen gutes Werkzeug für den Alltag. Und mit diesem Modell mal richtig sehr cooler, praktischer Alltagsnutzen, nämlich noch mit Schere und Zange hat man da natürlich wunderbare Werkzeuge an der Hand und auch noch ein Kreuzschlitz ist da vielleicht nicht ganz so praktisch wie die auf der Verlängerung der Achse, aber immerhin, im Notfall kann man damit auch mal kräftig eine Schraube anziehen. Ja, coole Geschichte, das diesjährige Damast Jahresmesser gefällt mir ausgesprochen gut. So Freunde, mal ein ganz kurzer Überblick zum diesjährigen Victorinox Limit Edition 2018 hat die genaue Modellbezeichnung 1.4721.J18, die Damast LE 2018 Edition. Ja, kurz und knapp, das Modell kennt man ja schon in- und auswendig, nur eben jetzt halt nochmal schön mit Damastklinge und Pflaumenholzgriffschalen. Okay, Freunde, sage ich an der Stelle schon mal danke fürs Reinzippen, Bewerten, Kommentieren und ja, wir sehen uns hier demnächst bald noch mit ein paar weiteren Victorinox-Schönheiten. Ich sage wie immer, danke fürs Reinzippen, Bewerten, Kommentieren. Ciao, bis zum nächsten Mal, euer Hebidi, macht's gut und immer schön EDC dabei haben.
kann man sich auch mal gönnen. Ne? Okay, Freunde, mach's gut. Bye, bye.